Olympic Piräus. Europa League steht an und da werden wir mit unserer A-Mannschaft auswärts in Griechenland antreten, ja. Wird sicher ein gutes Spiel. Danach haben wir Hull City. Gegen die haben wir verloren, gewonnen im Pokal. Und ja, mal schauen, wie es in der Liga jetzt das zweite Spiel wird. Wird die B-Mannschaft wahrscheinlich übernehmen müssen, weil das in 2 Tagen schon ist. Wir werden das jetzt den Vorspann durchlaufen lassen, weil es K.O.-Phase ist. Also, los geht's. Ja, da kenne ich jetzt nicht wirklich wen, muss ich ehrlich sagen. Kenne ich wirklich gar keinen jetzt. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich gar keinen kenne. Olympiakos CFB. Das ist auf jeden Fall der Captain. Und das ist unsere Aufstellung. Exeter City. Taylor. Jack Taylor. Garnier, Atanga, Williams, Taylor, Ludwig, Ramirez, Baker, Ferrer, Billy, Cabral und dem Tor Linz. Jo, sammelt sich nochmal Anweisungen hier. Allerdings nicht vom Kapitän. Auch hier sammeln wir uns nochmal. Linz gibt Anweisungen. Reus Anstoß. Spielleitung Ludger Falk aus Deutschland. Es kann losgehen. Anpfiff erfolgt, Anstoß erfolgt. Wir spielen von rechts nach links. Das wird sicher kein leichtes Spiel. Ja, da ist schon Absprachefehler in der Verteidigung. Billig. Und der Tanga hat schon mal seinen Gegenspieler da hinten stehen lassen irgendwo. Und es steht 1 zu 0, 0-1! Batanga und Garnier. Unser Top-Goalgetter. Und der kann es gar nicht freuen, der freut sich da. Und da freut sich das ganze Team und ich freue mich auch. 5 Minuten gespielt. Wir führen in der Europa League. Ja, mit 0 zu 1, Auswärtstreffer. Da Tanga, der hat das eingeleitet. Alle stehen lassen, der Pass bei allen vorbei und der reißt Garnier ab. Das sieht man, der rollt ihn eigentlich nur über den Fuß. Auch knapp dran noch gekommen. Aber wichtig. Es ist ein dritter, na, sein zweiter Europa League-Treffer nur. Aber einer, der sicher wichtig ist für alle. Linz. Sieht Williams. Déjà-vu. Nein, leider nicht.
ganz allein stehen lassen. Ganz allein ist er da jetzt gestanden, Karim. Na, ganz allein, das darfst du nicht so machen. Hat er das Loch wunderschön aufgemacht, billig. 1:1 nach 14 Minuten. Wichtig ist trotzdem, dass wir das Auswärtstor haben. Ein bisschen zu viel jetzt gezogen dann zum Schluss. Sehr schön gespielt wieder. Jack Taylor. Das 7. Europa League der Exeter Spielgeschichte. Und es steht 2:1. Olympiakos ist wieder Karim. 26. Minute. Fehler auf jeden Fall bei Linz-Seite. Und wo noch? Ja, dass es nicht leicht wird, haben wir ja gewusst. Aber zu leicht dürfen sie dann auch nicht machen. Atanga. Ah, das ist schön, aber da hat sich da einbremsen müssen. Dadurch hat er nicht mehr gescheit direkt nehmen können. Spielen lassen darf man sie nicht. Seba. Gelbe Karte. Gibt Eckball. Es gibt wieder Ecke. Jetzt war es knapp am 4:1. Stark.
Oh, Kani. Schön gemacht. Ja, 3:1 ist der Haltestand. Gut, schnell in Führung gegangen. Abwehrverhalten war dann nicht sehr gut. Das muss man jetzt so mal am Tisch schauen. War nicht gut, ja. Ja, wir werden mal so verbleiben. Ja, das ist bitter. Sehr schön gemacht, aber von ihm. Garnier hat da 3, 4 Spieler toll in Schach gehalten. Ramirez. Ramirez ist sehr intelligenter Spieler, muss ich sagen. Der spielt den nach hinten mit einem Pass. Ja, gut. Linz. Stark, stark, stark. Bei uns erster Wechsel, Barrett kommt. Fortunis, den kenne ich. Wie kann der zum Schuss kommen, bitte, Leute? 3:1. Jack Taylor. Das ist schade. Ich wollte ihn gerade noch mal attackieren und er hat den Ball schon gehabt. Schade, schade, schade. Gott sei Dank. Boah, da springt er über alles hinweg. Fortunis. Ja, wir hoffen auf das Joker-Resümee. In den letzten 15 Minuten. Zweiundachtzigste Minute.
Taschen. Mal ein guter Versuch. Ja, warum nicht noch einwechseln? Mann, bringe mit's. Boah, das war auch schön geklärt, muss ich sagen. Und schön herausgespielt von denen. 3:1 Niederlage gegen Olympique Piräus auswärts. Ist okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.